Hallo und willkommen aus dem Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Es ist schon erstaunlich, was der Timo Werner immer wieder für eine Torgefahr ausstrahlt. Ja, und ich glaube, da hat wirklich jede Abwehr Respekt. Das ist ein Spieler, der eine Partie dominieren kann. Borussia Mönchengladbach mit dem Anstoß. Damit rein ins Spiel. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld Das macht er gut. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Emil Forsberg fängt diesen Ball ab. Wie siehst du die Gastgeber heute, was die Taktik angeht, Buschi? Boah, ich glaube, die setzen wieder auf die... Player! Guter Schuss, knapp übers Tor. Dennis Zakaria. Player, oh, viel Platz jetzt. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Das war natürlich die Chance, hier früh in Führung zu gehen. Das musst du nutzen. Embolo jetzt. Wendt. Kampel. Forsberg. Marcel Sabitzer, Hereingabe, abgeblockt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Timo Werner, gut gemacht, gutes Tackling. Plea, jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Florian Neuhaus. Florian Neuhaus! Keine Gefahr bei dieser Aktion. Yusuf Paulsen. Jetzt Sabitzer. Werner. Timo Werner. Spielt er den Ball in den Strafraum? Jetzt vielleicht. Sommer hält, bald ist noch im Spiel. Forsberg. Ja, das sieht gut aus. Timo Werner. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Konrad Leimer. Kevin Kampe. Ja, mit viel Übersicht. Marcel Sabitzer. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Der Schuss zu hoch, fliegt über das Tor. Die kurze Variante. Konrad Leimer. Klasse Tackling hier. Vielleicht die Konterchance. So langsam wird es gefährlich. Da können Sie jetzt flanken. Die Hereingabe kommt flach. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Jetzt der Ballverlust. Es ist weiter enorm eng hier. 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Werner. RB Leipzig macht das Tor. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht, ein richtig schönes Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Dennis Zakaria. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Sie holen sich den Ballbesitz. Gladbach über den Flügel jetzt. Jetzt eine gute Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gute Aktion, da ist die Flanke. 2 Minuten werden nachgespielt. Yusuf Paulsen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Tolles Zuspiel. Gute Aktion. Und da ist das Tor. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Schau nochmal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Auf Abseits zu entscheiden war völlig richtig. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Die Leipziger haben Anstoß in dieser zweiten Hälfte und damit gehen wir rein in diese Partie. Campe. Forsberg. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und damit ist der Ball weg. Wie hast du die Leistung von Timo Werner gesehen im ersten Spielabschnitt? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ja, geht gut dazwischen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt Sabitzer. Klasse Pass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Ist es das? Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Tabuschi, das nimmt er natürlich gerne an, dass er sich nicht zweimal bindet. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht auf. Schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Campe. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super Pass! Patrick Herrmann. Player, ein unfassbares Tor! Und das Tor zählt nicht! Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Konrad Leimer. Er passt ihn auf den Flügel. Gute Aktion jetzt. Da kommt die Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Sie führen die Ecke kurz aus. Yusuf Paulsen. Campe. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Phänomenal! Ohne Worte! Da haben sie sich klasse durchkombiniert und dann war er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er, dann ist ja klar.
Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schönes Zuspiel hier. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Klasse Zuspiel. Oskar Wendt. Die Flanke bleibt hängen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Keine gute Hereingabe. Ballverlust. Forsberg. Yusuf Paulsen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Hermann. Der Ballverlust. Es gibt Freistoß für Gladbach. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Klasse Stimmung hier, Buschi. Was sagst du zu den Fans? Das ist schon der Wahnsinn, was die für einen Lärm machen. Das kann einer Mannschaft helfen. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. 6 Minuten haben wir hier noch. Ginter. Dennis Zakaria. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Guter Vorstoß, kann was werden. Kommt jetzt die Flanke? Diese Flanke kommt viel zu weit. Es gibt Einwurf. Klostermann. Marcel Sabitzer. Leipzig über außen. Oh, viel Platz jetzt. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hermann. Jonas Hoffmann. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Verdienter Sieg, sie haben selbst nichts zugelassen und vorne die Dinger gemacht. Ja, richtig guter Job, und zwar in allen Mannschaftsteilen. Wie hast du Timo Werner in dieser heutigen Partie gesehen? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Dennis Zakaria.